In Baden-Baden ist die Merkurbergbahn eine Touristenattraktion. Seit 1979 sorgen die beiden neuen Wagen dafür, dass Ausflügler und Wanderer in wenigen Minuten sicher auf den 668 Meter hohen Merkur hinauffahren können. Seit 5 Jahren legt eine neue Norm für Seilbahnen fest, dass die Merkurwagen alle 5 Jahre zum TÜV müssen. Seit 1979 bis heute ist das eine gute Sache, dass wir jetzt mal bis auf die letzte Schraube alles zerlegen lassen und kontrollieren, inspizieren und neu aufbauen. Zur Inspektion fahren die Wagen zunächst nach Bern in die Schweiz. Dort wird die Karosserie vom Fahrgestell getrennt. Im Herstellerwerk in Thun wird letzteres dann zerlegt und auf Herz und Nieren geprüft. Hier vor Ort wäre diese aufwendige Untersuchung kaum möglich. In der Gründlichkeit kann man es hier nicht machen. Die Sonderinspektionen nach dieser EN 1709, die mit dem Herstellerwerk abgestimmt wurden, sieht es so aus, dass wir alle 10 Jahre diesen großen Act hier machen müssen im Herstellerwerk und alle 5 Jahre machen wir das Gleiche vor Ort. Das heißt, vor Ort die Bergbahnwagen aufständern, die Fahrwerke ausbauen, kontrollieren und die gleichen Fahrwerke wieder einbauen. Aber jetzt ist also die Fahrwerke werden jetzt total zerlegt und eine Werksüberholung ist immer das Gründlichste und Beste, was man machen kann. Erstmals also nach ihrer Installation Ende der 70er wurden die Wagen über die Talstation gehievt. So wurde aus einer der längsten Standseilbahnen Deutschlands kurzzeitig eine echte hängende Seilbahn. Nur mitfahren durfte selbstverständlich niemand. Auf 2 Tiefladern wurden die 6 Tonnen schweren Bergbahnwagen in die Schweiz gefahren. Gut 2 Monate dauern die Inspektionsarbeiten. Bis Mitte März erwarten die Verkehrsbetriebe die beiden Wagen wieder hier am Fuße des Merkurs zurück. Und dann brauchen wir noch eine Woche Zeit, um alles wieder zu installieren und eine elektrische Revision mit Abnahme durch das Landesbergamt. Das ist der jährliche Segen, den wir bekommen, die Aufsichtsbehörde, die dann kommt und spätestens bis Ende März ist meine Kalkulation, dass das Ding wieder fährt. Wenn alles glatt läuft, fährt die Bergbahn also wieder zum Frühlingsanfang hinauf auf den Merkur und damit zugleich auf Baden-Badens höchste Erhebung.